Hi Leute, Tim und Tom hier. Wir sind heute hier in Geildorf zur 5. Veranstaltung der RDAC MX Masters. Strecke sieht ganz geil aus und wir haben Bock auf Racing. Ey, was macht ihr eigentlich hier ohne uns? Hey, moin Leute. Ja? Grüß euch. Hey, moin. Masters Geildorf hat einfach Bock, in Deutschland mal Rennen zu fahren und dachte, mit den anderen kann man noch viel mehr Spaß auf dem Renntag haben und deswegen Geildorf. Ja, mein Heim-Grand Prix hier bei den Masters. Ich habe 15 Kilometer nur hierher und da wollte ich die Kochbrüder und auch Nick mal unterstützen. Und da habt ihr morgen Racing im Viererpack. Viel Spaß im Vlog! Ciao, ciao! Ja, wir sind hier auf meiner Heimstrecke auf der Wacht hier in Geildorf. Es ist eine wunderschöne Naturstrecke, die wirklich nur für dieses eine Event im Jahr auf hat. Ja, die Strecke ist ein absoluter Traditionskurs. Die gibt es seit den 60er Jahren. Es gab schon jede Menge große Highlights, sei es WM-Läufe oder Motocross der Nation. Oder auch Kenny sein jüngster Weltmeistertitel 2011 entstand auch hier auf der Wacht. Ja, es ist jetzt mein erstes ADAC MX Masters Rennen dieses Jahr. Rio-Ziel Nummer 1 ist natürlich immer die direkte Quali. Wenn das geschafft ist, würde ich gern so wie letztes Jahr in Reutlingen wieder mindestens in einem Lauf Richtung Punkte fahren. Ja, leider war meine Vorbereitung diese Woche, sage ich mal, suboptimal. Montag, Dienstag lag ich krank im Bett und ja, am Donnerstag ist mir noch ein kleines Fauxpas hier auf der Strecke passiert beim Trackcheck und habe mir den Zeigefinger leider gebrochen, aber sollte morgen trotzdem geben, ich werde alles geben, ein bisschen tapen, ein bisschen Ibuprofen und dann sollte das klappen. Der, ja. Der filmt für alle anderen, aber ich muss selber filmen. Der war schon leicht mal da. Ja, tut mir leid. Hey, großer. Bitteschön. Ja, ihr habt mir alle Termine jetzt um die Mittagszeit reingedrückt. Das heißt, ich durfte nicht ins LCQ kommen. Das heißt Top 15. Und das habe ich zum Glück geschafft. Also viel Druck ist immer gut für mich. War jetzt 12. in meiner Gruppe. Bin eigentlich zufrieden. 3,5 Sekunden auf Tom ist gar nicht so viel. Ganz ruhig sagen. Ja, Quali war gut, war 7. in meiner Gruppe. Hab probiert, noch meinen Bruder hinterher zu fahren. Hatte eine gute Pace drauf gehabt. Der kleine Bruder hat größere Eier als der große Bruder und hat einen Doppel gesprungen, den ich leider nicht gesprungen bin. Und ich mir da ein bisschen, ich dachte, naja, gut, geht auch so, wenn ich außenrum fahre. Aber da habe ich auf jeden Fall eine Sekunde verloren. Aber weiß, wo ich noch ein bisschen was gut machen kann. Von daher bin motiviert für die Rennen und geile Strecke heute hier. Könnte noch ein bisschen mehr gewässert sein, ein bisschen tiefer könnte der Boden sein. Aber die Sprünge sind immer mega hier, das fetzt wirklich wie die Sau. Und ja, hab Bock auf den ersten Lauf heute 17 Uhr. Und dann sehen wir, was rauskommt. Geht besser. Nee, ich war erst mal, meine Gruppe war gut, definitiv. Runde war nicht perfekt, aber Zeittraining ist immer so ein Lotteriespiel, ob du wirklich eine gute Runde triffst oder nicht. Aber kann mich nicht beschweren. Startplatz 2 oder Platz 2, da geht es ans Gatter. Von daher nachher gute Starts machen oder heute noch einen guten Start machen und dann versuchen vorne mitzufahren. Und wie viele Sekunden bringt uns Schnurrbart? Also wenn ihr es wirklich wissen wollt, ich sehe mich hier in der Kamera, es sieht extrem gut aus. 5 bis 10 Sekunden.
Belli, Qualifying vom Herrchen? Nee, von Eichwald. Eichwald, stimmt. Und? Ja, wie schon Mummel gesagt hat, es ist ein kleines Lotteriespiel. Ich habe nicht die richtigen Zahlen gezogen. habe erstmal keine Runde richtig wirklich hingekriegt. Und B, musste ich feststellen, habe ich schon in Eichwald festgestellt, dass es doch eine andere Welt ist, die hier nicht schlafen. Und ja, ist auf jeden Fall einiges an Luft nach oben noch. Ich mache mich jetzt für den ersten Lauf fertig. Habe noch einen kleines Geschenk vom Rider Store gekriegt, einen neuen Helm. Freue mich natürlich mega, das große R für den Rider Store. Andi Weber natürlich auch drauf. Und hinten drauf meine zwei Haustiere, Rudi und Schnufski, die gehören immer mit dazu und bereiten einem ja auch viel Freude, nicht nur das Motocross fahren. Und jetzt seht ihr den Helm nochmal im Detail. Ist jetzt von einem neuen Lackierer, Markus Feil, Custom Painting. Und sieht wirklich gut aus, gefällt mir sehr gut. Und ja, könnt gerne was in die Kommentare schreiben, was ihr über das Motiv denkt. Ich hoffe, euch gefällt. Ja, hoffe, der Helm bringt mir jetzt Glück für den ersten Lauf und ich gebe alles. Take a look at it, it will be televised. Keep your eyes wide open and a focused mind. It's right in front of you, the future is here. Now is the time, this is the year, yeah. You see the vision and the picture is clear. Every minute put inside of these hours, they lead to power. We rise like renegades for the cause. We revolutionize the renaissance. It's been a long time, now we young. It's a real revolution. It's a new revolution. Evolution. For a renegade. It's a real revolution. Revolution. It's a new revolution. Evolution. Make way for a renegade. Oh, watch this. It's time. It's a real revolution. Revolution. It's a new revolution. Evolution. Make way for a renegade. It's a real revolution. Revolution. It's a new revolution. Evolution. Make way for a renegade. Oh, watch this. This is how to watch this. Watch this. This is how I do it. This is a real revolution. This is a new revolution. Nicht so nah bitte, ja, wie wir uns verhalten. Erster Lauf vorbei. Start war gut, ich war gleich Vierter oder so. Oder Dritter, ich weiß gar nicht mehr. Bin dann schnell an Tixé vorbei, habe mich richtig gut gefühlt, bin ein bisschen auf Guyot aufgefahren und dann fing das Denken an. Und dann dachte ich einfach nur, ey, hoffentlich hältst du das jetzt durch oder kriegst du ihn vielleicht noch. Und dann bin ich irgendwie ein bisschen zugegangen, harte Arme gehabt, musste Tixé wieder vorbeilassen. Ja, war im Endeffekt Dritter, ist trotzdem okay, aber ich weiß halt, dass es besser geht und weiß auch, dass ich weiter vorne finishen kann. Von daher, ich probiere morgen nochmal mein Bestes zu geben und da nicht so viel nachzudenken und dann hoffe ich, dass ich noch ein, zwei Plätze weiter vorne finishen kann. Also ich bin sehr zufrieden. Sehr stark gefahren, konstant schnell gefahren. Einmal richtig ein bisschen mit Steri zusammengekommen, Steri ist ein Schuld gewesen, aber auch Glück gehabt. Aber abwarten, morgen besserer Start. Bessere Plätze. Oh, gutes Racing. Stark.
Colin hat immer recht. Kannst du das mal Freund sein? Ja. Ich habe keine Worte für das, was ich gerade gezeigt habe. Ich hatte von Anfang an einfach nur Angst, wegzurutschen in jeder Kurve. Ich bin wahrscheinlich langsamer reingefahren als Oma Putzi, wenn sie aufs Motorrad gegangen wäre. Ja, bin halt einfach letztendlich rückwärts gefahren. Für Sponsoren, Fans, alle, die hergekommen sind, bis jetzt tut es mir echt leid mit meiner Performance. Ja, Start war gar nicht so schlecht. War gleich im Mittelfeld um Platz 20 bis 25 ungefähr. Sind dann so viele gestürzt, weil die Strecke brutal hart war und man wirklich nur ein bisschen draufgewässert hat. Das war dann wie Schmierseife. Ja, ich hatte jetzt nicht so viel Spaß beim Fahren. Ich war ein bisschen verkrampft. Ich hatte eine leichte Fehlhaltung durch meinen Finger und dann hatte ich schnell harte Arme. Ja, ein Rennen zu vergessen mit Platz 30. Ich sehe es dennoch positiv. Quali war super und ich habe morgen noch zwei Läufe. Ich hoffe, dass sie heute Abend nochmal die Strecke gut aufgruppern, so viel Wasser wie möglich, wie sie dürfen, reinhauen und dann haben wir morgen nochmal zwei schöne Läufe. Ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen hier, dass wir seit 4 oder 5 Wochen keinen Regen mehr gesehen haben hier im Süden und ich glaube, das Ganze kommt von der Gemeinde aus, dass sie hier leider nicht so viel wässern dürfen oder so viel Wasser aus Flüsse etc. entnehmen dürfen, wie sie es eigentlich bräuchten für die Strecke und deswegen ist die Strecke so, wie sie jetzt ist. Festzelt oder schlafen gehen? Ja, ich lasse mich vorne mal blicken, dann trinke ich ein alkoholfreies und dann gehen wir ins Bett. We'll be right back.
Ja, Strecke viel besser wie gestern. Sie haben wirklich es geschafft, mehr Wasser in die Strecke reinzubekommen. Ich hatte schon in der Einführungsrunde eigentlich ein gutes Gefühl. Start war solide, ich war 23, 24 und konnte mich dann Mitte des Rennens auf Platz 20 vorfahren. Das habe ich bis zum Ende ins Ziel bringen können. Das heißt, Top 20, ein Punkt. In die Punkte wollte ich einmal, das habe ich jetzt geschafft. Somit bin ich eigentlich sehr happy mit Lauf 2 und freue mich sogar ein bisschen noch auf Lauf 3 heute Abend. Finger, also Adrenalin und so, super. Ich denke schon fast, dass es wieder eine Wunderheilung ist. Nee, es ist besser wie gestern. Ja, stört mich nur bedingt ein bisschen. So, zweiter Lauf vorbei. Erster Lauf am Sonntag, wie immer. War ein gelungenes Rennen, würde ich sagen. Mittelmäßigen Start gehabt, konnte mich aber richtig gut gleich durchkämpfen. War schnell auf Platz 3, konnte sogar Max angreifen, war am Anfang schneller als Max. Leider nicht vorbeigekommen, der hat es ein bisschen breit gemacht. Ein paar alte Schule-Tricks, um mich ein bisschen auszubremsen. Ist dann auch besser in Rhythmus gekommen und dann war ich eigentlich immer mit gleichem Abstand zu ihm, hinter ihm unterwegs und bin eigentlich wirklich gutes, solides reingefahren, kaum Fehler gemacht. Nachher natürlich nochmal probieren, noch einen besseren Start zu haben und dann gleich auf Platz 2 in Richtung Platz 1 fahren oder werden wir sehen, wie es nachher wird. Ne? Tendenziell war es besser, wir haben noch ein bisschen am Fahrwerk rumexperimentiert. Hat mir besser gefallen, Strecke war aber wirklich so rutschig und glatt, wo ich halt persönlich strauchel. Also es soll keine Ausrede sein, aber ich fühle mich so unwohl. Am Ende, ich glaube 22. 23. Was jetzt definitiv nicht das ist, was ich wollte. Im Vergleich zu gestern um Welten besser. Wie immer, zu lange aufgehalten hinter Tanne. Aber letztlich, gell, ist das ja auch ein Pilot aus der ehemaligen Grand Prix-Szene. Darf passieren, aber gut. Was ich ihn sah, was er sich vornehmen soll, eigentlich nicht viel. Konzentrieren und, sag ich mal, das Quäntchen Glück haben, am Start unter den ersten 10 direkt mit dabei zu sein. Und dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dass bei meinen Neffen die Top 5 erreichbar ist. Ja. Definitiv. Das hat er, das Talent. Oder den Speed oder das Können hat er einfach. Einfach wie von seinem Onkel direkt. Hallo, hier ist der Heino. Tim, wie war dein dritter Lauf? Ja, Heino, war ganz gut. War mein bestes Rennen bisher in der Mastersaison, war Sechster. Hab alles gegeben, war am 5. dran und Top 5 sind mein Ziel. Von daher geiles Racing, geile Strecke, hat mega viel Spaß gemacht hier. Und
Ja, hoffe, dass es weiter so geht und freue mich schon auf die nächsten Veranstaltungen. Drittes Rennen ist durch und ja, ich war einfach absolut nicht in meiner Komfortzone. Die hatten dann nochmal Gewässer, es war wie Schmierseife. Fazit zum Wochenende, wie schon vorher gesagt, ich habe es definitiv unterschätzt, wie stark das Fahrerfeld hier eigentlich ist. Ich fand cool, dass so viele Fans und Zuschauer da waren, die sich einfach gefreut haben, dass ich da bin. Ganz egal, wo ich und wie ich rumgefahren bin. Wir sehen uns dann in 2 Wochen in Altmark zur 100 Challenge, also Straight Rhythm praktisch in Deutschland. Bis dann. Ja, dritter Lauf geschafft, Wochenende geschafft. Bin jetzt nochmal 22. geworden. Ich habe es nochmal probiert in die Punkte. Leider wegen ein paar Sekunden nicht geschafft. Bin dennoch zufrieden mit dem heutigen Sonntag. Einmal in die Punkte, einmal 20, einmal 22 heute. Ich denke, ich habe gezeigt, dass ich da um die Punkte mitfahren kann. Und ja, bin zufrieden wirklich. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mastersrennen in Holzgerling. Und hat richtig viel Spaß gemacht heute. Vor den ganzen Fans, wo angefeuert haben. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Und ja, war super. Vielen Dank. Ja, dritter Lauf ist jetzt auch vorbei. 3 Läufe sind immer extrem anstrengend, aber war eine geile Strecke. War ein cooles Event hier, waren viele Zuschauer da, was immer mega ist hier in Geildorf. Und ja, es war extrem hart zwar, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, weil die Strecke trotzdem so ein bisschen modern gebaut ist, aber irgendwie auch relativ natürlich ist durch viele Bergauf- und Abpassagen. Dritter Lauf war mega für mich, ich konnte einen 2. Platz einfahren, hatte 2 Kämpfe mit Jordi und Max und konnte die beiden schlagen. Was Besseres gibt es für mich im Moment nicht und ja, das Ziel ist trotzdem irgendwann mal ganz oben zu stehen. Valentin Guyot war einfach das ganze Wochenende über das Schnellste, muss man einfach so sagen, aber ja, das ist unser Ziel, wir wollen da anknüpfen und ich hoffe, wie gesagt, dass ich mal ganz oben stehen kann hier, auf der 1. So Leute, die ADAC MX Masters geht jetzt in eine kleine Sommerpause. Leider gibt es die Sommerpause für mich nicht, für mich geht es Vollgas weiter. Ich habe jetzt die nächsten 3 Wochenenden wieder GPs, Schweden, Finnland, Frankreich. Und dann habe ich auch mal eine kleine Pause, aber wir sehen uns spätestens in Jauer wieder mit einem neuen Race-Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Abonniert den Kanal sowieso und gebt uns Feedback zu den Videos, was wir besser machen können. Was ich vielleicht auf der Strecke besser machen kann, mehr Gas geben oder so. Keine Ahnung. Also, wir sehen uns spätestens in Jauer. Macht's gut. Ciao. Was war das Geheimnis für Tims Top-Ergebnis? Wie oft hast du dran gezogen? Ich hab nicht gezählt, aber hat gereicht. Was ist denn eigentlich in dem Tee da drin? Ist das überhaupt Tee? Kaffee mit Schuss ist das. Also. Habe ich mir verdient.